Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich befinde mich immer noch in Grimhex. Und ich habe jetzt die letzte Zeit ein wenig Geld gescheffelt. Da ist Exit, da geht's raus. Wie sehe ich eigentlich aus? In Weiß. Ja, mich hat's zerlegt. Hektische Anflüge auf irgendwelche Raumschiffe. Und dann konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Jetzt möchte ich mit meinem vielen Geld, welches ich gemacht habe, 15,5 Millionen, möchte ich mir die Reclaimer kaufen, um dann auch einmal diese tollen 250.000er Missionen zu machen. Naja, einfach mal schauen. Ich mag die Reclaimer auch mal fliegen, weil da wird gerade recht viel gefragt nach Leuten, die helfen wollen oder die Hilfe suchen, um da im Laderaum dann das Ganze, nicht das gesalvagte, sondern das disintegrierte Zeug hauptsächlich, die Container darum zu stapeln. Und da möchte ich nicht ganz als Dummi mich dann mal rühren, sondern zumindest mich in dem Schiff mal auskennen. Und ich habe geguckt, leihen kann man es nicht, das Schiff. Jetzt werde ich, aber da ich nicht weiß, wo man die Reclaimer kauft, werde ich erstmal schauen. Nicht da. Ich habe doch noch mehr offen. Da habe ich noch was offen. Im DPS-Calculator bei diesen Erkühl-Games. Das verlinke ich übrigens im angepinnten Kommentar dann. Da kann man gucken, wo es irgendwelche Schiffe gibt. Naja, ich suche erstmal das richtige Schiff. Schiffe und Fahrzeuge. Ich finde, wie immer, ich finde die Suche nicht. Warum finde ich das Suchfenster nicht? Gut, alphabetisch sortiert ist es ja. Reclaimer. Load. Da steht der Preis. 15,1 Millionen. New Deal Lawville. Also muss ich jetzt erstmal nach Lawville kommen. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Gerade stört mich der Chat ein wenig. Mit F12 ausschalten. Was nehme ich denn da für ein Schiff? C1, ich habe die C1 Spirit. Was habe ich denn für Schiffe? Ich fliege mit meiner Titan. Die ist recht fix. Und ja, ich mag sie halt. Mein Starterschiff, ich mag sie. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Na dann. Goodbye. Ich hoffe, der Weg ist nicht so weit. Doch, Lawville. Ich weiß jetzt nicht, welches ist Lawville. Das ist, da ist, glaube ich, der Raumhafen mitten in der Stadt. Das sieht dann so aus wie so ein Boxring. Helm aufsetzen. Aber ich habe mir angewöhnt, immer so einen Rucksack aufzusetzen. Und da habe ich dann immer einen Helm drin. Und auch so Getränke, weil meine Getränke sehen, also mein
Jetzt setze ich den Helm auf, um zu trinken, ja. Bisschen durstig sieht es aus. Ein Schluck geht noch. Komm, hopp. Nicht zu viel. Hat er jetzt nicht hochgezählt? Dann gibt es noch einen Schluck. Jetzt, das reicht. Sonst muss ich wieder pinkeln. Das finde ich jetzt dann nicht so gut. So. Vorwärts. Einsteigen. Ich muss meine Joysticks noch vorbereiten. Verhakt sich immer so nebenbei ein wenig, während hier diese Räumaktion anfängt, kann ich schon mal Starterlaubnis beantragen. Und ja, Maschinen an und das Ganze angeschaltet natürlich. Muss auch sein. So, jetzt bereit. Start. Start, Fahrwerke einfahren. Ich schalte mal in die Außenansicht um. Nein, da sehe ich gar nichts. Gleich gegen den ersten Asteroiden krachen. Nee, das ist mir zu gefährlich. Weil manchmal tauchen da Dunkelasteroiden auf, wenn man nicht scannt. Das ist dann nicht so gut. Ich fliege erstmal ein Stück in den leeren Raum, während ich dann meinen Weg plane. Ich glaube, ich muss nach Stan Lorville ist auf Hörsten. Ja, richtig. Dann oben wird es angezeigt. Route setzen. Direkter Flug. Nein, Hörsten. Depp. Oh, ich habe es wieder nicht umgeräumt. Es gab einen neuen Patch. Und das bedeutet, ich habe noch die falschen Waffen drin. Ich fliege das Schiff normalerweise mit Lasern und nicht mit Gatlings. Hamas, Hamas. Abflug in die Sonne. Kann ich noch mal gleich gucken, was so geht. Dann habe ich noch 400.000, falls ich das Schiff gleich Wrack zerstöre. So ist es. Ich hätte vielleicht auch gleich Bounty Hunting. Jetzt bin ich schon aus dem Bereich raus, glaube ich. So Service Beacons. Da! Ah, so viele Service Beacons. Oh, und alle so nah. Aber ich habe die falschen Waffen im Schiff. Das wird nix. Das wird nix. So viele Service Beacons. Wow. Nein, ich mache jetzt Reclaimer fertig und in einem nächsten Versuch probiere ich dann noch mal.
weil ich werde dann sowieso auch mit der Reclaimer den Überführungsflug nach Grimhex machen und unterwegs dann mal ein bisschen was ausprobieren. Und vielleicht gibt es dann da auch wieder viele Service-Beacons in der Nähe. Salvage, ah, das sind diese Geldmissionen. Hammerhead 250.000, einfach nur fürs Zerlegen. Und für die Cutlass Black, weil das ist für die Vulture, weil die Vulture kann die Hammerhead nicht zerlegen. Also dieses Fractioning Mode geht nicht. Und da muss man die Cutlass Black Mission nehmen. Und die kann dann auch die Vulture zerlegen und da kann man dann auch ein bisschen Geld verdienen. Aber wie gesehen, die sind recht schnell wieder weg. Und das sind riskante Missionen, da muss man tatsächlich das erledigen und gucken, da muss man für bezahlen, also eine Gebühr. Und dann kann man die salvagen und auch gucken, ob irgendwelche Waren drin sind und die dann vielleicht noch kaufen. Verkaufen. Ja, sie verbraucht auch recht viel Quantum. Hätte ich vielleicht ein anderes Schiff nehmen müssen sollen? Na, ist jetzt egal. Ich fliege da jetzt erstmal gemächlich hin. Und nach Lorville. So. Hörsten erreicht. Stimmt. Lorville war der Raumhafen mitten in der Stadt. Ja, genau. Da sieht man in der Mitte diese Leuchtwolken. Da, wo ich jetzt genau drauf ziele, da ist so eine Ecke und da geht es dann so weiter. Da ist der... Ich sollte vielleicht die Triebwerke wieder anschalten. Da ist der Raumhafen. Sieht halt aus wie so ein Boxring. Nacht an Flugstrich muss ich machen. Ich glaube, die Avenger Titan werde ich nicht so häufig für diese interplanetaren Flüge nehmen. Nein, interplanetaren? Ja, doch, zwischen Planeten. Da sieht man jetzt zwischen Planeten nehmen. Das ist einfach zu viel Quantum Drive. Da muss ich mir einen anderen Flieger aussuchen, der weniger Quantum verbraucht. Da sieht man jetzt genau diese Leuchtschriften. Waagerechten. Ich werde noch gar nicht angesprochen. Ah, da kommt's. Und Regen. Ja. Da ist er. Gut. Das hat ja gut funktioniert.
das eigentlich Hologramme oder in der Luft fliegende Schilder? Kann man dagegen fliegen oder nicht? Okay, Licht könnte ich einschalten. Ja, es macht was. Und ah, schon wieder diese hohen Gebäude da. Ich muss diese Empfindlichkeitssteuerung noch ein bisschen ändern. Ja, wo ist er? Ach, ist doch der. Ja, ich dachte, muss er da erst noch aufmachen oder was? Von oben Sicht. Oh, das ist ganz schön hektisch. Ich muss diese Einstellung unbedingt anpassen. Nein, ganz ruhig, nicht nervös. Ein Stück zurück. Zurück ist die andere. Oh Mann. Nein, ich habe nichts getrunken. Zumindest kein Alkohol, sondern nur. Ja, wenn ich jetzt Kräutertee sage. Erstmal Fahrwerk ausfahren. Ja. Was mache ich denn für einen Mist? Das ist doch nicht zu fassen. Bloß schnell landen. Ich sollte mir die Reclaimer doch nicht kaufen. Oh, die Landung war auch ein bisschen nasenlastig. Warum bin ich da rein? Arbeiten nach der Benutzung. Erstmal wieder auftanken. Nein, falsch. Reparieren. Oh. 21 Alpha UEC ist günstig. Ausschalten, ausschalten, runter. Das Schiff sieht jetzt aber ganz schön speckig aus hier. In der Mitte. Die ganzen Konsolen sind ganz schön angefressen. Aber reparieren geht da nicht, oder? Nein. Doch, Repair 2. Wieso jetzt? Wie ist der Server beieinander? Serverping ist ein bisschen zäh, ja. Das geht von 3 Richtung 2 FPS. Das ist nicht so schön. Aber ich steige aus. Warum steige ich da aus? Ah, da steige ich halt hinten rum aus. Klonk, nein. Ich hab's rutschen gesehen. Ich hab es gesehen. Und so, gut. Jetzt muss ich nur noch das Geschäft finden. Okay, erstmal aufgrund der Aufzugsproblematiken, die hier gerne herrschen. Aber er blinkt. Und da kommt er schon. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich weiß gar nicht, wie die Wege sind. Ah, ein. Ich glaube, hier sind noch mehr Leute, nicht so viel. Noch. Ah, da ist schon das Geschäft gleich, glaube ich. Ja. Ich muss jetzt nur noch die Konsolen finden. Ich glaube, da lang geht's zum Schiff. Da geht's. Wo sind die Konsolen? Da sind die Konsolen. Hier ist die New Deal.
Da muss ich hin. Das ist ja super. Direkt vor der Nase. Cool. Ich kann den Helm erstmal absetzen hier. Atmosphäre ist hier ganz akzeptabel. Hoffe ich. Dichter. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Goodbye. Dann werde ich mich mal gleich aufmachen zu New Deal. Aber... Hey. Hallo? Ich hätte gern ein Schiff gekauft, aber kein Aegis. Ja, da habe ich, glaube ich, die Caterpillar auch gekauft. Darum habe ich auch zwei Caterpillar, weil ich eine auch für Alpha USC gekauft habe. Steht die hier irgendwo draußen, die Redeemer? Redeemer. Die Reclaimer? Ich erkenne die nicht. Im Ausstellungsraum. Das erkenne ich nicht. Das ist eine Constellation, glaube ich. Und das ist eine Hammerhead. Fly Today. Ah, Lagerware. Sehr gut. Finde ich jetzt schon gut, wenn ich die mal so angucke. Kleines Grüppchen. Nein, der Raum ist zu klein, glaube ich, der Ausstellungsraum. Guten Tag, ich interessiere mich für eine Reclaimer. Ja, für eine Reclaimer interessiere ich mich. Können Sie mir helfen? Nein, da ist niemand. Ja, okay, dann gehe ich da zu dem Terminal. Da ist auch einer am Einkaufen. Was kauft der ein? Gibt es noch zwei Terminal? Haben wir hier Stau? Kann ich doch noch mal nach da hinten. Vielleicht gibt es tatsächlich ein Zweiterminal. Nein, das sieht nicht so aus. Das sieht aber auch so aus, als ob der jetzt nicht mehr einkauft. Dann touch ich mal den Screen, wenn ich da rankomme. Oh Mann. Hey, guten Morgen. Kann ich davor? At New Deal in, ich weiß immer nicht, ob man in oder on schreibt. Ich schreibe at. Okay, vermutlich liest er das gar nicht. Jetzt lasse ich es an, falls er doch antwortet. Ich möchte gern. Ich
blätter die einfach mal so durch. Reclaimer. Ja, dieses komische Schiff mit dem relativ dicken Hintern. Das sieht aus wie so eine Ameisenkönigin oder so eine. Ja. Tun wir es oder tun wir es nicht? Rest. Ja, das reicht für die ersten Sachen. Und pleite. Nun denn, zurück zum Raumhafen, um das Schiff einmal zu besichtigen. Ah, ich fliege gleich los. Mache ich das Besichtigen auf dem Flug? Nein, glaube ich nicht. Schau mal, ob ich noch andere Klamotten habe. Ah nein, hier habe ich keine Klamotten. Klamotten habe ich in Area 18. Da kann ich jetzt dann auch keine Waffen ausstatten, glaube ich. Dass ich meine Avenger Titan gleich umbaue. Weil ich keine Waffen habe. Weapon Nose. Gatling. Nö, ich habe keine Waffen da. In Use, aber dann müsste ich das Schiff halt erst herrufen. Nein, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt. Ich stocke ein bisschen, weil ich den Chat lese, ob da irgendwas kommt. Nein, kommt nichts. Der hat es wohl nicht gelesen. Oder ich habe es jetzt dann doch überlesen. Was ist die Reclaimer eigentlich für ein Schiff? Da, Reclaimer ist doch Aegis. Oh. 420 Cargo. Die hat mehr Cargo. Nein, doch nicht. Die Caterpillar hat noch ein bisschen mehr. Dann holen wir sie mal. Hangar 11. Was ist da? Da kann ich Gebühren mich freikaufen und hier ist Fundbüro. Ja. Da kann ich leihen, aber da gucke ich jetzt nicht. Hangar 11. Ich habe einen dabei, ja. Will der mit mir in Hangar 11 fahren? Wenn er meint. Haben wir jetzt 11? Ja, mein Hangar. Aber ich setze erstmal eine Mütze auf. Tja. Das ist schon mal eine ganz andere Nummer als das, was ich sonst so fliege. Wenn ich noch einmal. Und jetzt joggen wir auch mal. Jogge ich auch einmal.
Ja, ja, ja. Da ist ein zweiter Fahrstuhl. Da. Wo geht's rein? Das ist heftig hier so aus dem Nichts. Kein Knopf mit Licht. Mal sehen, wo was passiert. Da oben blinkt's. Ah, ich habe mitgekriegt, irgendwas soll verbuggt sein. Aber es ist immer irgendwas verbuggt. Das werden wir gleich erleben. Go up. Ja, tu es. So weit, so gut. Wo geht's auf? Ich sehe nichts. Da geht's auf. Und jetzt, wohin muss ich? Main Deck. Noch ein Aufzug. Keine Tasten. Da. Ah, das ist die Schreddereinheit anscheinend. Ist da was? Nein. Nein. Muss ich. Ah, ich muss keep clear. Das heißt, der Aufzug ist gar nicht da. Da ist eine Taste. Da ist sogar extra ein Pfeil hingemalt. Sehr gut. Das ist fast Drake-Technologie. Go up. Wo bin ich lang? Ich muss, glaube ich, in die Richtung gehen. Geh auf. Bridge. Also bin ich schon mal wieder falsch. Egal, wenn ich schon mal hier bin. Turm. Will ich nicht. Hier sind Lagerräume, Treppe. Hier ist die Küche, Aufenthaltsraum. Okay. Na, ich gehe gleich wieder raus. Das ist irgendein Technikraum. Was hatte ich da geguckt? Turm. Ah, das sieht neckisch aus. Nein, da gehe ich nicht runter, nicht, dass ich wieder hoch, nicht wieder hochkomme. Nein. Nein. Ein bisschen Beschriftung. Ah, eine Drohne. Okay, wieder runter. Richtung Brücke. Da. Vielleicht gibt es noch mehr Main Deck. Erstmal runter. Lift. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Komponenten. Gut. Cockpit. Es steht fett drauf. Hier haben wir Arbeitssitze. Das ist, glaube ich, für die Salvage-Arme.
Licht könnte ich ausmachen. Pilot. Claw. Klaue. Na, wenn sie sich so nennen. Da ist der Eingangsbereich. So, jetzt mal sehen. Starterlaubnis. Your Krete Launch. Energie an. Triebwerke an. Ich schalte gleich mal mit Y die Obenansicht. Weit raus scrollen. Oh, hier kann ich weit raus scrollen. Warum kann ich das bei der Vulture nicht? Und abspeichern mit F1, mit F4 gedrückt halten und 1. Und jetzt dann Triebwerke heben ab. Oh, der zuppelt aber rum. Fahrwerk einfahren. Hat der eigentlich VTOLs? Oh, kommt nicht hoch. Mehr Schub. Kommt nicht hoch. Kommt nicht hoch. Ja, er hat VTOLs. Oh, ich komme ohne VTOLs nicht hoch. Wahnsinn. Das finde ich gut. Ich muss also tatsächlich bei diesem Schiff mit VTOLs arbeiten. Finde ich toll. Thank you. And please visit again. Wenn ich jetzt Schub beende, hält er tatsächlich. Jetzt kann ich dann die andere Einstellung noch mal ein bisschen verbessern. Jetzt fahre ich die VTOLs hoch und bleibt oben. Und Schub. Da landet wer. Rechts oben. Das ist ja ein ganz schöner Betrieb. Da kommt noch einer. Nein, das ist als so ein Schild, glaube ich. Hat das Schiff gar keine Waffen für den Piloten? Nein, das Schiff hat keine Waffen. Zumindest werden im rechten Bereich keine angezeigt. Target ist da oben. Dann kann ich hier die Kommunikation draufschalten. Ich kann auch noch mal Weapons einschalten. Entweder hätte ich noch welche kaufen müssen. Das muss ich noch mal überprüfen. Oder die hat tatsächlich keine für den Piloten. Sondern vielleicht nur für den Co-Piloten oder überhaupt keine, was weiß ich. Aber ich wollte da die Kommunikation, die Comms draufschalten. Okay. Was passiert, wenn ich Nachbrenner zünde? Nichts. Navigation.
Osten. Ich fliege wieder nach Grimhex. Bei Jela. Grimhex ist bei Jela. Da ist Grimhex. Geht nicht. Geht auch nicht. Crusader geht auch nicht. Die Sonne. Ich habe die Sonne im Weg. Vermute ich mal. Fliege ich erstmal nach Magda. Geht auch nicht. Ich habe den Planeten im Weg. Ich fliege. Da ist Com-Array. Geht auch nicht. Everest Harbor. Everest Harbor geht. Die Richtungsanzeige ist da oben. Ich bin noch gar nicht weit genug aus dem Raum raus. Ich hoffe, jetzt kommt. Oh ja. Recht schwerfällig. Was ist da für ein Planet? Für einen Mond? Warum sehe ich doch, da sehe ich ihn. Habe ich die Triebwerke schon, die Fahrwerke schon eingefahren? Ich glaube ja. Ich schaue mal das mal von unten an, was passiert. Ja, es sieht eingefahren aus. Ich fahre die mal aus. Da schaltet er wieder die. Die VTOLs sind da angebunden. Das ist Landefahrwerk und Triebwerk zugleich. Und mit den VTOLs gehen die auch. Das finde ich jetzt doof. Nein, das ist nochmal extra. Wenn ich jetzt Fahrwerke einfahre, habe ich nur die VTOLs. Und wenn ich jetzt die VTOLs einfahre, ja, also muss ich tatsächlich zweistufig arbeiten, sonst geht da nichts. Hello. Wo ist mein Marker hin? Immer noch rot. Wenn ich nachbrenne, ich fliege 62. Das dauert ja Tage, Wochen, Monate. So fliege ich wenigstens 120, 30. Aber Nachbrenner, boah, lieber aufhören. Ich denke mal, mit diesem Schiff sollte man die Atmosphäre vermeiden. Aber jetzt bin ich schon in so hohen Luftschichten, dass ich über 100, nein, ich versinke wieder in Belanglosigkeit, aber der Quantum treibt, das Ziel ist erreicht. Komm, Quantum, go. Ach, der ist noch nicht.
online und nicht fertig. Boah, ist das zäh. Erstmal bremsend. Und weiter navigieren. Mal sehen, von wie weit ich jetzt, wo ich jetzt hinkomme. Ja, das wird ein kleiner Rundflug, aber los geht's. Hey, das sieht nett aus. Da kommt Sonnenaufgang. Zwischenziel, wo bist du? Ah, rechts unten. Ja, Richtung Sonne. Geht doch an der Sonne vorbei. Sieht schon cool aus. Und auf geht's. Der Eimer, der Kasten. Schon weg. Das erinnert mich jetzt tatsächlich ein bisschen an Star Wars. So die fetten Schiffe. Ich suche mir jetzt einmal so ein Missionsziel. Sind immer noch Haufen von diesen. Boah. Da hätte ich jetzt. Nein, da habe ich jetzt keine Lust zu. Salvage. Ich nehme erstmal eine kleine Mission an. Zum Ausprobieren. Dann nehme ich dann zwar einer Vulture das vermutlich weg. Aber das machen andere bestimmt auch. Ich soll nicht immer machen, was andere machen. Aber wenn ich hier gerade in dem Menü bin, kann ich nichts auswählen. Nee, da hätte ich gleich mal geguckt, was da an Waffenslots oder so ist. Den Grimhex löschen. Da bin ich. Erst doppelt draufklicken und dann. Da ist der Salvage Point. Wird akzeptiert. Ich habe die Triebwerke zwar an, aber den Limiter nicht. Das stresst mich ganz schön, wenn ich mir gerade angucke, was ich schon wieder an Durst habe. Und aufs Ziel einschwenken. Ziel wechselt. Ja, das ist neu. Mal sehen, 250 bin ich mit der Vulture immer so geflogen. Dass auch vorwärts geht und dann mal gucken, wie die Bremsleistung ist mit Nachbrenner, also mit Gegenschub. Oh ja, das ist schon berücksichtigenswert. Das Ziel ins Target nehmen. Mache ich immer, falls irgendwas, irgendein Marker da verloren geht, dann habe ich es zumindest im Target. Wenn beides verloren gehen, ist auch egal. Ein bisschen schneller kann ich schon mal. 3 Kilometer noch. Ja, ich mag nicht gleich in das Schiff reinkrachen.
könnte schon mal den Scan-Modus einschalten. Mal sehen, ob das, ob irgendwas erkannt wird an Ladung. Und scannen. Na, es piept ein wenig. Waffen. Aber keine Ladung. Langsam annähern. Finger auf den Bremsklotz und nochmal scannen. Rechts wandert der blaue Balken hoch. Keine neuen Informationen. Wenn ich Licht einschalte, was passiert? Oh, es beleuchtet sich. Es sind also etwas bessere Beleuchtung als bei der Vulture. Aber das wissen wir ja, Drake und so. Oh, ich habe ein bisschen mit den Steuerdüsen gearbeitet. Schon heftig. Und jetzt kann ich vermutlich vom Pilotensitz aus nichts machen. Kann ich salvagen? Nein, da geht nichts. Da muss ich dann tatsächlich aussteigen. Das ist noch zu weit weg. Jetzt setze ich mich erstmal in Co-Pilotensitz. Mal sehen, was der so für Sachen kann. Was wird mir hier angezeigt? Erstmal gar nichts, wenn ich mit I irgendwas schalte. Nö, der zeigt mir gar nichts an. Dann steige ich halt wieder aus. Power on. Ah. Jetzt habe ich Combat System. Vorsichtig schießen? Nein. Werden auch keine Waffen angezeigt. Ich steige wieder aus. Ich glaube, hier waren Salvage Operator Seat. Yep. Mit I geht nix. Muss ich tatsächlich die Tasten drücken. Gut. Da sehe ich jetzt aber gar nichts. Gimbal-Modus. Irgendwie funktioniert das nicht, dass ich da irgendwas sehe. Habe ich noch mehr Schalter? Habe ich noch Power off? Nein. Was ist da unten für ein Schalter? Enter Remote Turret muss ich vielleicht drücken. Ja, jetzt sehe ich es. Okay. Jetzt kann ich links sehe ich Traktorstrahler und Scraper. Kann ich mit meinen üblichen Tasten umschalten. Rechts wird auch angezeigt, ob ich da nichts habe. Obwohl ich da nichts habe. Jetzt bewege ich vermutlich das ganze Schiff. Ich gehe mal raus. Nein.
Außenansicht gehe, verlässt da den Turret. Wenn ich jetzt bewege. Jetzt dann mal Gimbal-Modus. Das ist vielleicht der Gimbal-Modus. Nein, da passiert nach oben und unten nichts. Ach, nach oben bin ich an der Grenze. Kann ich das Schiff ranfliegen? Nein. Mit der Maus? Nein. Ich schalte einmal in den leeren Raum. Also der funktioniert schon mal. Ich glaube, da bewege ich das ganze Schiff. Ich glaube, der Gimbal-Modus ist gerade nicht nur bei der Vulture defekt, sondern auch bei der Reclaimer. Dann lasse ich das mal sein und schalte in den Zerlegungsmodus. Nein, schalte ich nicht. Zumindest nicht mit meinen belegten Tasten. Das geht anscheinend von hier nicht aus. Das ist ja dieser zentrale Arm. Nachdenken. Ich probiere mal die anderen Tasten. Linke Alt-Taste und F. Und ich fliege raus. Komm mal wieder rein. Weil das ist ja auch nicht F. Das ist ja linke Alt-Taste und D und Feuer. Okay, ich wollte nichts abkratzen, ist sowieso zu weit. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Also ich habe jetzt linke Alt und A gedrückt, also würde ich eigentlich den linken Laser, also den linken Arbeitskopf ein- und ausschalten. Da ich aber hier von diesem Sitz nur den habe, geht da nichts. Und beide, da kann ich das umschalten. Komisch. Wenn ich hier jetzt W drücke, links Alt W, passiert auch nichts. Und wenn ich jetzt mit, das war rechts Alt, wenn ich mit links Alt, passiert hier überhaupt nichts. Jetzt steige ich dann aus. Da wird sie nichts tun. Claw Operator. Ja, was sage ich vorhin? Klaue. Bedienen Sie die Klaue. Mal sehen, ob das jetzt einfach so mit Tasten funktioniert. Das funktioniert nicht. Aha, das funktioniert. Deploying. Gut. Gut, ja. Ich kann jetzt nicht fliegen. Das ist der Vorteil. Also ich muss tatsächlich oder sollte hier tatsächlich mit mindestens zwei Leuten arbeiten. Und wenn ich den jetzt nochmal umschalte. Er schaltet nicht aus des Integrationsfeld. Schade, schade. Warum macht er das nicht mit meinen Tasten? Okay. Den lasse ich jetzt mal so laufen und steige wieder um. Als Einzelspieler muss ich also tatsächlich direkt an eine gute Position fahren. Und ein wenig vorwärts. Meter waren das. Das reicht.
aussteigen, umsitzen. Läuft also nicht weiter die Maschine. Guck nach vorne. Deploying, ja. Und wandert der Kreis in der Mitte? Jetzt wandert der Kreis in der Mitte, wenn ich es einschalte. Irgendwie logisch. Zerlegt. Ausschalten. Ja, das ist das. Ich komme nicht gleichzeitig, kann nicht gleichzeitig zurückfliegen oder hier steuern. Und jetzt umschalten in den Desintegrationsmodus und einschalten und alles einsaugen, was geht. Kann ich den Arm und kann ich gar nicht bewegen. Tut er da was oder tut er da nichts? Ich sehe da nichts. Da ist die Anzahl nebenan. Oh, ein wenig durcheinander. Stimmt. Da kann ich tatsächlich nichts bewegen. Gimbal-Modus wollte ich noch. G. Irgendwelche Alt-Tasten und G. Da gibt es keinen Gimbal-Modus. Ich muss tatsächlich so hinfliegen. Das funktioniert. Warum wird das aber nicht ein- und ausschaltet? Das ist das mittlere. Das funktioniert mit rechts Alt und W. Kann ich dieses hier einschalten. Mit rechts Alt S kann ich das umschalten. Da funktioniert gar nichts. Verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Okay. Ich habe das soweit erledigt. Ich schalte das jetzt erstmal wieder aus. Steige aus. Und in den Pilotensitz. Gerade noch ein paar Tasten da ganz rechts gesehen. Da hinten, nee, da komme ich jetzt nicht ran. Das funktioniert. Etwas zurücksetzen. Na, erstmal, da sind noch Trümmerstücke. Da könnte ich noch was einsaugen. Aber da muss ich wieder dieses Umsteigen. Erstmal nach hinten gucken, nicht, dass da ein Asteroid ist. Okay, ich verdrück mich hier einfach. Ich werde jetzt noch eine. Nein, ich werde hier erstmal gar nichts. Ich werde mich tatsächlich erstmal verdrücken in den freien Raum, dass ich aus der verbotenen Zone hier rauskomme. Dann werde ich mal den Laderaum suchen. Den habe ich ja auch noch nicht gelernt.
gelernt gesehen. Zone verlassen. Jetzt hat sie ja richtige Striche hinten dran. Das Schiffchen. Ich habe das Licht noch an. Das muss ich noch ausschalten. Licht in die Sonne, aber Parkposition. Noch einmal scannen. Mann, ich steige lieber noch nicht aus, solange das Schiff noch sich noch bewegt. Die Mission habe ich übrigens jetzt dann erfüllt. Und das Konto ist auch schon History. Da ist die. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Das sind die Sachen, die ich gemacht habe, um jetzt an das Geld für die Reclaimer zu kommen. Aussteigen. Ja, das Schiff steht. Und die Helm ist auf. Gut. Raus hier und irgendwie jetzt nach unten. Also hier gibt es keine weiteren Wege. Das ist der Aufzug nach draußen. Das ist der Aufzug ins Arbeitsdeck. Go up. Da geht's raus. Das war Zugang zum Tor. Da kann ich hier auch irgendwas machen. Das ist Zugang zu irgendeiner Gerätekammer. Das ist Zugang zu. Da ist ein Aufzug. Das ist vermutlich der zweite nach draußen. Nein, das will ich jetzt nicht. Bleib lieber in der Mitte des Schiffes, solange es hier noch weitergeht. Docking. Nein, möchte ich nicht hin. Muss ich tatsächlich da durch? Das glaube ich doch. Wo geht's da hin? Aufenthaltsräume. Noch mehr Räume. Duschen. Weiter nach hinten. Hier sind Leitern. Ich glaube, die muss ich runtergehen. Erstmal gucke ich mal, wo es hier hingeht. Ah, da ist ein Aufzug. Da sieht es so aus. Aha. Fahrstuhlsteuerung. Mutation Deck. Salvage Processing. Cargo-Holo. Ich glaube, ich muss ins Cargo. Sehe ich irgendwas hier? Nein. Von wo bin ich gekommen? Von ganz oben.
Da geht's raus. Nö. Das ist irgendwelche andere, ein anderes Cargo-Deck. Da muss ich doch zu den Salvage, zur Salvage-Ebene. Ich fliege einfach mal. Exit-Chip, dann geht's noch einmal raus. Okay. Ich hätte jetzt noch einmal runterfahren können zum Gucken. Hier kann ich auch ein kleines Fahrzeug transportieren, im Aufzug, glaube ich. Nein, nicht gut. Da ist auch irgendwas. Oh nein, Patient Deck, ich muss Salvage Processing. War ich jetzt? Das ist das richtige Deck. Salvage, ja. Hier gibt's die Kisten. Mal schauen, was geladen ist. Eject. Also wenn ich mich für irgendwelche Tätigkeiten bewerbe. Traktorstrahl. Oh, ich mache kleine Kisten. Ja, gut. Welche Kistengröße kann ich mit dem Traktorstrahler bewegen? Hier ist Standpunkt besser. Komm. Im zweiten sollte auch noch mal was drin sein. Auswählen. Wie viel habe ich? 15, dann kriege ich. Ich mache erstmal ein Zweier. Sollte das auch starten? Ja, doch, ist im Prozess. Läuft. Läuft. Jetzt läuft es. Zweier hinkriege, weil die Einser waren noch grün. Die Zweierkiste ist auch grün. Habe ich da auch Lagerfläche? Ja. Und jetzt kann ich noch eine Achter ausprobieren. Achter. Ausgabe. Hey, da ist noch einer raus. Ach, hab ich ihn durchgedrückt. Boah. Das ist mal ein Bolli. Den schaue ich mal, dass ich da. Oh, der Achter geht auch noch. Da noch drin ein Vierer. Also mit dem
den kleinen Traktorstrahl kann ich 8er Kisten auch bewegen. Das heißt, ich brauche dafür. Kein. Der stand dahinter. Gut. Schön. Das funktioniert. Ich könnte Licht anmachen. Das funktioniert also ganz gut. Da kann ich gut verräumen. Und es ist tatsächlich sinnvoll, das zumindest zu zweit zu machen. Ich mache auf die Tür. Da ist ein Schalter. Schaue ich mal, ob ich den Rückweg finde. Ganz schön leer. Ganz schön groß. Dicht stehen, dass mir eine Klappe auf die Füße fällt. Es geht an beiden Seiten, kann ich steuern. Und ich wollte Cargo Holo. Eigentlich bin ich durchs Habitation Deck gekommen. Jetzt fahre ich aber mal aus Salvage. Nochmal aus Salvage Deck. Hier heißt Salvage Balkon. Salvage Balkon. Okay, da habe ich den Überblick von oben. Habitation Deck. Der aktuelle, wo ich bin, wird mir gar nicht angezeigt. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste die Tür jetzt hier aufgehen. Das sieht gut aus, da geht es nicht weiter. Ja, geschafft. Ich habe es also tatsächlich geschafft. Das Schiff in Gang zu bringen und ein wenig mit rumzufliegen. Ich werde noch ein bisschen Budget ausgleichen und als nächstes plane ich dann, wenn hier so gut, ich werde mich in Grimhex verorten, habe ich glaube ich schon. Ich plane dann. Diese Service Beacons mal zu machen, von Grimhex aus zu fliegen. Da werde ich mir dann ein Schiff herholen, welches in der hoffentlich keine weiteren Repeater, also nur Laserwaffen hat. Ja. Und da denke ich, sehen wir uns dann wieder. Wenn ich da durchgehe. Komme ich zum Docking? Kann ich da durchgehen? Docking? Nö, das war nicht. Ach doch. Doch, das war schon. Das war hier das. Ja, da will ich nicht lang. Da will ich lang. Einsteigen. Deck. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra. Zur Brücke. Hey, hey, hey. Ich bewege mich doch kaum. Oh. Ich stand so dicht am Rande.